Karibische See. Unser Auftrag, Captain. Die Belladonna unter Rodrigo Hortales und seinen Männern. Sie segelt sicherheitshalber als spanisches Schiff, doch sie ist ganz und gar französisch. Die Franzosen bringen eine Schiffsladung Pulver und Kanonen für Georgi und seine Patrioten. Ein paar koloniale Schiffe sollten sie eskortieren, doch sie ließen sie zurück. Seitdem wartet sie hier. Wir sorgen dafür, dass Washington kriegt, worauf er wartet. Wo ist le Capitaine? Ich bin der Kapitän. Ihr kommt spät. Ihr kam so schnell, es der Wind erlaubte. Zu langsam. Und was ist mit eurer Eskorte? Le Randolph war erst bei uns, dann verließ sie uns ohne Warnung. Typisch. Deshalb bestand le Lieutenant darauf, dass ich an Bord komme. Na toll. Pardon. Wir fahren erst, wenn wir bereit dazu sind. Was? Der Atlantik ist gefährlich für ein einzelnes Schiff, besonders wenn es so wichtige Fracht geladen hat. Wir müssen froh sein, dass wir hier sind. Boah, es ist eisig. Mein Lieutenant freut sich nicht auf den kalten Norden. Ist der Mann noch ganz bei Trost? Halte die Augen auf, Mr. Ford. Wer nach der Belladonna sucht, kann in dem Nebel jederzeit hier auftauchen. Ei, Captain, ich habe ein flaues Gefühl bei der Sache. Meine Augen! Rechte Flanke! Kommen, Sir! Das ist die Macht von Frankreichs Marine! Die haben sich das falsche Schiff ausgesucht! Ja. Warum zum Teufel sind hier so viele Engländer? Die Belladonna muss. Feuer! Viel Spaß mit den Korallen! Geht schwimmen, ihr Pfeifen! Zu den Fischen! Ah, verdammt! Zu den Fischen mit dir! Ups! Das hat nicht gezählt, verdammt! Haltet an! Drehen! Und Feuer! What? So, jetzt hier aber fangen! Ja, genau, ich habe immer noch Damage bekommen. Holy shit! Englische Fregatten! Du Scheiße, sag ich denn nur? Meinst du, was wir vorhaben? Die Belladonna macht die ganze Arbeit! Shut the fuck up, Junge! So. Halbes Segel. Lass die rein. Und. Feuer! Die Belladonna macht die ganze Arbeit! Nochmal, die stehen gut! Feuer! Warum halten die so viel aus? Oh Gott, wir sollten nicht aneinander krachen. Danke, dass wir das habe ich gar nicht gesehen. Stopp! Feuer! Ah! Verdammt, was passiert hier? Jetzt! Also, ich bin stuck. Feuer die Kanone in deren Gesicht! Ja, die Deich bei der Donna. Machen wir auch noch fertig. Viel Spaß mit den Kreis.
Ich wollte gerade Viereck drücken. Scheiße. Nicht der Verbündete schießen, ja, das war auch der nicht der Plan. Mann. Ach, nee. Englische Fregatten! Ja, steh wieder auf. Das ist noch so lange unten, Alter. Ja, die Belladonna hat ein Schiff versenkt, Alter. Die macht die ganze Arbeit. Die Belladonna ist mir mehr oder weniger im Weg, Alter. Ah, ich muss sie erstmal drehen. So, zielen! Feuer! Alter, ich hab deren Schuss gar nicht gesehen, ey. Zielen! Feuer! So, nur nicht in die Belladonna rein. So. Stoppen! Drehen! Zielen! Deckung! Oder auch nicht, okay. Deckung! Ach, scheiße, da hinten nicht getroffen. Aua! Ja, ich helfe ihr! Ah, rund! Ach, der ist da ganz hinten. Feuer! Verdammt. Ist zu kurz rot. So, jetzt! Zielen, Feuer! Halten! Halten! Feuer! Oh, scheiße. Der Hauptmast der Belladonna fällt! Wir müssen in ihrer Nähe bleiben! Oh, shit, das wird nicht gut gehen. Deckung! Deckung! Wir müssen ihr helfen! Wir müssen ihr helfen! Ja, meinst du, ich versuche? Wir stehen aber ungünstig. Schieß nicht auf mich. Kommt hoch, Männer. Wir müssen nämlich schießen. Jetzt sind wir damit feuern. Volles Segel. Halbes Segel. Stopp. Stoppen. Drehen und Feuer. Sichert die Achterleinen! Zog den Bug fest!
What the? Feuer. Aua, ja. Fuck you. Hier geblieben. So. Damn. Das britische Kommando weiß nichts davon. Warum seid ihr dann hier? Ein Patriot führte uns her. Nicholas Biddle. Für wen arbeitet Biddle? Das weißt du doch, Assassine. Was hat der Captain gesagt? Nicholas Biddle führte sie hierher. Er hat... Randolph. Randolph? Klar machen zum Gefecht! Kommando zurück! Er hat längst beigedreht. Wir können die Belladonna nicht zurücklassen. Aber Sir! Sie ist beschädigt und angreifbar. Lass ihn ziehen. Wir sehen ihn früh genug wieder. Noch mehr Schiffssachen. Die Belladonna. Okidoki. Biddle. Biddles Versteck. Nicholas Biddle wurde in der Karibik gesichtet. Er muss verfolgt und gefunden werden, um seinen Verrat ein Ende zu setzen. Machen wir. Karibische See. Siehst du die Ratte, Captain? Ich sehe sie. Gib mir das Schiff. Oder Steuermann nicht. Volle Segel. Wir wagen uns in die Hürde des Löwen. Singt euer letztes Liebeslied, wenn ihr noch eins habt. Bereitet euch vor, dem Tod entgegenzutreten und mit den Fischen zu tauchen, wenn es sein muss. Heute wird ein Schiff versenkt und es ist meines oder seines. Aber nicht wegen dem Bär. Deckung! Der Wind ist hart. Doch nichts, was wir nicht aushalten können, Männer. Ihr seid ein paar garstige Zwiegestalten. Doch heute wird die Rende fallen. Macht euch bereit zum Kampf. Alle an Deck. Wischt euch den Schweiß aus dem Gesicht. Die Tränen aus den Augen. Was hat das Wiesel vor? Notanker luftwärts, Captain. Kannst sicher sein, dass er noch was im Ärmel hat. Und das Blut müsst ihr ausspucken. Esst deinen letzten Happen, die Vorräte werden nicht mehr aufgefüllt. Bis die Randolph gestoppt wurde. Haltet die Segel, haltet alles. Flüchtung
verfluchte Armada! Ich wusste, er hat was vor. Und er dreht bei, um anzugreifen. Jetzt sind wir dran, Captain! Dann kämpfen wir, Mr. Faulkner. Kapert die Randall. Versenkt den Rest. Das war halt falsch, hast du? So, dann machst du schon mal weg. Feuer, das Kriegsschiff! Zielen, Feuer! Deckung, 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 die schießen, die schießen! Oder schießen auch nicht? Dachte, sie schießen. Ich versuche gerade erstmal nicht zu sterben. Oh, oh. Zielen. Wir sind umstellt. Links schießen. Das hat der Feind nicht geahnt. Aber die Feuer der Lücken. Wow, wow. Feuer. Erwidert das Feuer. Ladet schneller hier. Landratten. Feuer. Ja, da kümmere ich mich gleich drum. Ich kann nicht schießen, ich kann nichts tun. Holy shit. Darf ich auch schießen? Du musst beidrehen, Captain. Die Randolph ist dahinter. Ja, das weiß ich doch. Ich habe gerade zwei Kriegsschiffe, die auf mich schießen. Von beiden Seiten. Und die halten eine ganze Menge aus. Okay, kann ich einfach die beiden ignorieren und einfach zur Randolph gehen? Oh oh. Deckung! Scheiße, das Kriegsschiff! Wir versuchen einfach zu Randolph zu gelangen, weil meine HP absolut low sind. Ja, okay, ich muss erst die verlängern. Gut zu wissen. Na ja, toll, hat ja richtig gut funktioniert. Oh oh. Hab ich die jetzt getroffen oder nicht? Hm. Komm schon. Ah, die schießen doch nicht. Doch, die schießen doch. Der guckt! Ja,
es sollte nicht gegen den Wind gefahren werden. Danke. Ich habe gerade andere Probleme als der verfickte Wind. Ich versuche hier gerade das scheiß Schiff zu treffen. Na, geht aber nicht kaputt, ne? Hält ja unendlich viel aus. Komm schon! Na, endlich, mal eins kaputt hier. Deckung! Stoppen, stoppen! Ach Mann, ich wusste es! Oh, ist das ätzend. Digga, du hast auch 17 Schüsse getroffen. Es ist immer noch nicht mal ansatzweise im Arsch, das Scheißschiff da. Oh, jetzt muss ich das nochmal machen. Ich hasse dieses Game. Ich hasse es so sehr. Oh, ey. Weil es so Spaß gemacht hat, Kappa. Ich wusste, er hat was vor. Und er dreht bei, um anzugreifen. Jetzt sind wir dran, Captain. Ja, was soll ich jetzt tun? Dann kämpfen wir, Mr. Faulkner. Kapert die Randall. Versenkt den Rest. Ja, gut. Den Hauptmast zu fallen. Der ist zerstört. Ah, es hat Todd schon getroffen, verdammt. Oh mein Gott, ich werd so gefickt. Ja, gehen wir noch nicht auf und sag, ich seh dich, wo die schießen, Junge! Kann ich deren Mast nicht zerstören? Sag denn mir, wo ich hin soll, ey. Wir haben keinen Mast mehr. Ihr steht immer noch. Kommt schon. Ja, weiß ich doch. Kommt schon, der zerstört das Scheißschiff endlich mal. Die steht immer noch. Guck dir an, wie viel das aushält. Das ist doch einfach nur dumm. Deckung! Ja, du nervst mich! Junge, hält das aus, ne? Alter. Junge. Immer geht die Kamera zu sehen. Wo willst du hin? Ihr müsst die Randolph entern. Nur damit das Spiel sagt, du kannst da noch nicht hin. Da muss erst die zwei anderen Kriegsschiffe zerstören. Junge, laber mich nicht zu. Kommt schon, kommt schon. Feuer!
Lade die Kanonen schneller! Ah, scheiße! Der verdammte Wellengang geht so hoch hier! Jetzt Feuer! Das ist... Oder trifft es? Ja, doch noch. Sehr gut. Drehen, drehen, drehen! Feuer! Laber nicht! Puh. Komm wieder hoch, Connor! Ich habe viel gedrückt, aber hat das Game nicht interessiert. Oh, ist das scheiße mit dem Wasser. Immer wenn ich schießen will, ist er dahinter. Ich komme nicht an ihn ran. Jetzt. Oh, jetzt wieder am Zielen. Kann ich ducken? Nein. Ey, ich ducke. In der Zeit, wo ich mich ducke, wieder aufstehe, hat er schon wieder neu gezählt. Achso, ja, klar. Ja, ich, die ganze Zeit ist hier so eine Fontäne zwischen uns, wie wir das auch sagen. So viel Leben verloren. Oh nein. Ja, guck schon wieder. Die schießen so schnell nacheinander. Holy shit. Die schießen schon wieder. Ich gehe nur in Deckung. Das ist so dämlich, Alter. Wieso können die so schnell hintereinander schießen? Da ausweichen. Ich kann mich halt auch nicht ducken, wenn ich schieße. Oh, wir sind dead. Alter, das ist so dumm. Was ist das für eine Mission? Es ist so dumm. Ach, es geht mir so. Sagt, es macht überhaupt keinen Spaß. Ducken, aufstehen, wieder ducken, weil du sofort beschossen wirst. Weil einfach überhaupt... Da hat doch keiner dran gesessen und sich gedacht, das macht Sinn. Kann ich nicht hier schon ins Genick schießen? Ja, wieso muss ich ihn denn angucken? Eine verfluchte Armada! Ich wusste, er hat was vor. Und er will bei, um anzugreifen. Jetzt sind wir dran, Captain. Du musst beide. Ja, er hat nicht getroffen. Junge, ey, geht mir so auf den Sack, ne, wenn er noch einmal mit mir redet. Versenkt den Rest. Das ist einfach so schlecht designt, Junge. Mit den Abständen, wie die schießen können und wie wir schießen können. Ja. Ja, toll. Jetzt bin ich nur noch am Ausweichen. Alter. Oh gut, der schießt ja hinten auch schon wieder. Und ich kann jetzt nicht aufstehen. Ich kann das Aufstehen auch nicht abbrechen. Ja, ja. Super. Freue ich mich. Ja. Connor, kannst du wieder aufstehen?
Und die schießen. Jetzt lass auch mal weg. Komm schon. Das Scheißding eigentlich so viel aus. Jetzt Feuer! Immer noch nicht kaputt. Alter, das. Ja, danke für diesen super geilen Tipp. Okay, der ist kaputt. Fängt das Spiel wieder mit dem an. Ah, die ist immer so weit weg. Und immer irgendwelche Wellen zwischen uns. Junge, kannst du mal nicht immer mit mir labern, wenn ich gerade irgendwas am Zielen bin? Das geht mir auch so und sagt, ich ziele, die Kamera geht auf ihn, ich kann nicht richtig schießen. Ich feuer dich, ehrlich. Werf dich gleich über Bord. Oh, Ziele, Männer. Feuer! Lade die Waffen schneller. Oh, der geht mir so auf den Sack, ne? Du ahnst es ehrlich nicht. Lass mich doch zielen, bitte! Deckung! Du musst reindrehen, Captain! Die Randolph ist da hinten! Oh, nochmal Deckung! Ich sehe nur weiß oder gar nichts. Feuer! Finally, Alter. Ich habe wieder so low AP. Ist das furchtbar. Oh, ich hasse dich. Ich hasse dich. Wo willst du hin? Wo willst du hin? Wo willst du hin? Mach das Kriegsschiff kaputt! Wo willst du hin? Wo willst du hin? Der ist ja ätzend, der Typ, Alter. Schlecht. Einfach schlecht. Also ich glaube, mit einem Kriegsschiff hätte er mehr Spaß gemacht als mit zweien. Oder beziehungsweise, ja, mehr Spaß gemacht, wenn jemand nur der Pisser hier labert. Zu den Waffen! Zu den Waffen! An die
die Drehbassen! Gib Deckung vom Achterdeck! Sichert die Achterleinen! Zog den Bug fest! Entert die Ränder! The fuck? Ich stehe im Feuer und sterbe fast. Nur bitte töten. Ich bin einfach im Feuer gespawnt. Und war deswegen schon fast tot. Das ist ja top. Wer ein Pirat es machen würde. Verdammt, da. Lass sie Waffe weg. Ist erbärmlich. Du hättest mich, dein kleines Dorf verlassen sollen. Mit deinem eigenen Schwert! Kenby wird mich gleich belohnen, wenn ich ihn von dir befreie. Stirb! Kenway? Der ist Kenway gesagt? Beharrlich! Klug! Schade, dass ich dich töten muss! Ah! Stirb! Mit deinem eigenen Schwert erstochen. Deine Schreckensherrschaft über die Küste ist beendet. Deshalb hast du mich verfolgt. Weil du mich für einen Feind deiner Sache hieltest. Du bist genauso ein Narr, wie alle sagen. Du brachtest unschuldigen Menschen Schmerz und Leid nur für deinen persönlichen Profit. Schmerz und Leid? Ich befreite sie. Ich merzte Abtrünnige aus und stärkte die Patrioten. Ich wollte Admiral werden. Na und? Die Revolution braucht einen. Und ich war der beste Mann dafür. Der einzige Mann. Und ohne mich wäre die kontinentale Marine nur ein Haufen von Flößen. Trotz eurer Visionen erkennt ihr Assassinen die Wahrheit nicht. Genug. Lass die Randolph mit mir sterben. Nimm sie nicht als Beute. Bitte. Bitte. Ich will keine Gnade. Nur mit meinem Schiff untergehen. Ich kann nicht glauben, dass du die Randolph zurücklässt. Sie ist ein mächtiges Schiff, Captain. Und was wird aus Bibel? Du zeigst Gnade im Angesicht des... Ich schätze, das war's dann. Etwas zu dramatisch, aber egal. Nur schade um das schöne Schiff. Ein Hoch auf die Männer, Captain! Dreifaches Hoch auf die Akia! Auf unseren Sieg! Hip, hip, hurra! Hurra! Hip, hip, hurra! Hurra! Hip, hip, hurra! I've been a for many years. Spend all my money on whiskey. Das war bitter. Das Ende von Biddle, wurde ja gesagt. Ah, die zwei Kriegsschiffe haben mich schon ein bisschen genervt, ne? Muss ich ganz ehrlich gestehen, aber war trotzdem eine geile Mission. Hätte gern sein Schiff, sein Schwert behalten. So, mein Freund. Jetzt müssen wir mal hier in die Schlacht von Chesapeake. Oder Chesapeake? Die Blockade durchbrechen, um in die Bucht zu gelangen und gleichzeitig den Schiffen der Loyalisten ausweichen.
Ah, das ist ein Stummfilm geworden. Lafayette versprach mir eine Flotte ohne Gleichen und einen furchtlosen Captain. Stattdessen begrüßt mich ein alter Kahn und ein verkleidetes Bürschchen. Ich verspreche, mehr brauchen wir nicht, Admiral. Das bezweifle ich, doch Bettler haben keine Wahl. Hm? Und die Schiffe, die ich brauche? Sie gehören euch, falls wir das überleben werden. Also, was soll ich tun? Haltet die Bucht, während ich die Flotte angreife. Sollten sich britische Schiffe nähern, zerstört sie. Sie dürfen nicht nach Yorktown. Ei. So, ihr Landran! Ihr Warmduscher, ich hoffe, ihr seid... Mächtiger Gott! Die Hölle ist ausgebrochen! Was schätzt du mich hier? Zu viel. Wenn jemand sie aufhalten kann, dann wir! Ich hoffe nur, der Admiral kommt schnell zurück! Der Feind nähert sich! Alter Gott! Ja, was ist das hier? So, wir müssen ein bisschen näher ran. Oh shit! Zielen! Warum habt ihr nicht gezielt, ihr Wichser? Senkt den Kahn dort hinten! Zielen! Feuer! Sehr schön! Ist den Kleinen hier? Oh, Kriegsschiff hat uns ein Visier vor Deckung! Ein Kahn weniger. Deckung! Ah, das tat weh. So. Nur das große Schätzchen da hinten, hä? Zielen. Zielen und Feuer! Na toll, das war nicht so gut. Dreht euch, Männer! Feuer! Sehr schön. Schieß! God damn! Okay, Alter, was zum Teufel ist das? Ich sehe nichts. Holy. Alter, wir sind so low, ne? Na toll, hat ja richtig gut funktioniert.
Als ob die das überlebt haben. Feuer! Sind die hinter uns da? So, die schon mal weg. Feuer! Deckung! Oh, oh. Ah, gut, Alter. Oh, noch mehr Feuergarten. Ich sehe nichts. Ich weiß nicht, ob die schießen. Oh, sie schießen. Aber. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Die ziehen mich mit. Ah, leck mich doch am Arsch, Alter. Wieder so low HP. Feuer, Feuer, Feuer! Denkst du denn? Feuer! Segen! Halbes Segel, halbes Segel! Wir müssen drehen! Und uns den Feind stellen! Und Feuer! Schneller, schneller! Sie dürfen uns nicht treffen! Oh, sie dürfen uns echt nicht treffen! So, wir müssen aber sie treffen! Oh, das ist nicht gut! Oh shit! Deckung! Überleben wir das? Okay, Alter, das war zu knapp. Schieß in den Rücken jetzt! Okay, wir müssen drehen, wir müssen drehen. Oh oh. Trifft das uns? Das trifft uns. Deckung! Oh, das wird auch wehtun. Oh. Genau jetzt! Sehr schön. Deckung! Halbes Segel, halbes Segel! Ist das Wasser rot? Ich sehe sich! Deckung! Holy shit! Das Meer ist. Oh, Deckung! Feuer, Feuer, Feuer! Oh shit, die treffen, oder? Oh. Feuer! Ja, es hat ein bisschen was getan. Ich sehe den Sprit. Wo schwimmen die denn hin? Wo segeln die denn hin? Heilige Mutter, wir müssen hinterher. Wir sind viel zu weit weg. Alter, wo wollen die hin? Was machen die? Dann ziehe ich ja wieder Einsackkugeln.
So, da ist schon mal die Szene des Pri. Oh, jetzt aber Feuer! Und Deckung, Deckung! Okay, ich war mir unsicher, ob die noch schießen und treffen. Heilige Mutter. Oh, ich habe kein Leben mehr. Ja, ich will da nicht reinkrachen. Danke, guter Checkpoint. Ja, toll. Jetzt sind wir alleine. Wir haben kein Leben. Schaut in die Ferne! Der Kraken! Guck mal, der da vorne, da liegt der tote Boden. Der Arme. Werft die Leichen über Bord! Bleibt unsere verdammte Verstärkung! Die wird kommen. Wir müssen die Wucht so lange halten. Das ist verrückt. Du bist allein und wir sind ohne Verstärkung. Wir schaffen das. Wir werden diese Bucht halten, mein Freund. Ob wir wollen oder nicht. Oh oh. Wir werden das entern! Das, die sehen aus wie die Leute aus meinem Stamm so ein bisschen. Ah, okay, aber nur am Anfang. Ja. Schon mal eine Axt im Gesicht gehabt. So. Aua. Kommt her. So, wir hören jetzt mal auf hier mit dem Schießen. So, ich werde jeden einzelnen von euch abschlachten. Dann leg dich nicht mit der Quille an. Ja? Ja, der Versuch. Aua. Komm schon. Wer will noch? Stirb. Aber hört das auf mit den Leuten oder kommen die ganze Zeit nach? Du! Schön geschossen, aber das waren eure eigenen Leute. Brauch mal dein Messer. Her damit. Aber na jo! Hier gibt mein Tomahawk. Ah ne, das Offizierschwert. Kannst du da was her? So. Verdammt. What?
Was, wo muss ich lang? Ich wollte ins Wasser springen. Verbrenner am Feuer. GG. Da muss ich lang. Holy. Die Verstärkung ist da. Es heißt, ihr hättet das Kriegsschiff alleine versenkt, imposant. Vielleicht hat Lafayette nicht übertrieben, als er eure Fähigkeiten beschrieb. Wie versprochen gehören meine Schiffe euch. Wie können wir helfen? 5 von ihnen müssen in den Hafen New Yorks, unter britischer Flagge. Wartet, wartet. Ich dachte, ihr wolltet ein paar Piraten versenken oder Fracht transportieren. Stattdessen bittet ihr uns was? New York zu zerstören? Nein. Natürlich nicht. Ah. Nur ein Teil davon. Erklärt mir das. Ich muss ins Fort George eindringen, doch es wird gut beschützt. Euer Beschuss wird die Mauern sprengen und die Wachen zerstreuen. Und ein Schiff unter französischer Flagge käme nicht nah genug heran. Dann ist der Plan klar? Keineswegs. Aber ein Versprechen ist ein Versprechen. Auch einem Irren gegenüber. Ich entfache ein Signalfeuer, wenn die Zeit für den Angriff gekommen ist. Ihr habt ihn gehört. Stellt ihre Flaggen, damit wir sie hissen können. Beeilung! Auch einem Irren gegenüber. Hallo Connor, grüß dich. Ist alles vorbereitet? Ja, Lafayette wartet schon in den Tunneln unter der Stadt. Sehr schön. Und dann werde ich doch von hier aus hinreisen. Charles Lee muss heute sterben. Kann ich eigentlich... Entschuldigung. Ich dachte, wäre Wasser. Ich wollte dir da reinschubsen, aber... Das hat leider nicht so funktioniert. Wo ist meine Quest? Auf in die Tunnel. Redet ihr über mich? Connor! Dieser Tunnel führt in den militärischen Bezirk. Und der Admiral? Er wartet auf das Signalfeuer. Und dann beginnt er den Angriff. Und wir werden auch da sein. Würden da jetzt alle Assassinen sitzen, wenn ich die alle dabei hätte? Also wenn ich alle freigeschaltet hätte, man nicht.